Hallo Kinder, herzlich willkommen zur Lesung von Kokosnuss bei den Römern. Jetzt lese ich für euch das dritte Kapitel, eine böse Überraschung. Ihr erinnert euch vielleicht, der kleine Drache Kokosnuss und seine Freunde Mathilda und Oskar, die sind in das antike Rom gereist, um einmal sich Gladiatoren anzusehen, also Kämpfer, die in einer Arena gegeneinander antreten. Das ist 2000 Jahre her, gibt es heute nicht mehr. Das hat die drei mal interessiert und die haben ja so einen Laserfaser, mit dem sie durch die Zeit reisen können. Und nun befinden sie sich in Italien, in der Nähe von Rom, treffen auf einen Sklaven, der heißt Cinquecento und er ist auf der Flucht, denn er soll im Kolosseum gegen einen Gladiator kämpfen und das möchte er nicht, denn er hat da gar keine Chance, er ist viel zu schwächlich. Und dann beschließen Kokosnuss, Mathilda und Oskar, dem Sklaven Cinquecento zu helfen auf der Flucht. Drittes Kapitel, eine böse Überraschung. Diese Straße ist die Via Appia, sagt Cinquecento. Sie führt nach Süden. Vielleicht treffen wir einen Händler, der uns in Richtung Neapolis mitnimmt. Neapolis ist heute die Stadt Neapel. Da kommt schon einer, sagt Kokosnuss. Aus der Ferne bewegt sich ein Wagen auf sie zu. Also kein Auto, sondern damals waren es eben Wagen, die von Pferden oder Maultieren oder was auch immer gezogen wurden, also Kutschen. Am besten, sagt Cinquecento, ihr versteckt euch. Ich schaue erst einmal, wer das ist. Flink huschen Kokosnuss, Mathilda und Oskar hinter die Büsche. Der Wagen, der sich nähert, sieht aus wie ein großer, aus groben Holzlatten zusammengezimmerter Kasten. Er rollt auf zwei eisenbeschlagenen Rädern und wird von einem Maultier gezogen. Auf dem Kutschbock sitzt ein bärtiger Mann. Brrr, ruft der Mann, als er Cinquecento erblickt. Die Freunde beobachten, wie die beiden einige Worte wechseln. Plötzlich geht Cinquecento mehrmals in die Hocke und wieder in den Stand. Dabei streckt er die Arme nach oben und den Po nach hinten. Was macht er denn da? Fragt Oskar. Er turnt, sagt Mathilda. Da winkt Cinquecento ihnen freudig zu und ruft, ihr könnt herauskommen, der Händler nimmt uns mit. Der Kutscher staunt, als er die beiden Drachen und das Stachelschwein sieht. Er entriegelt eine Klappe hinten an der Kutsche und sagt, nur hinein mit euch und verhaltet euch ruhig. Und sie fahren auch wirklich nach Süden? Fragt Cinquecento. Aber ja, aber ja, brummt der Kutscher ungeduldig auch noch. Ungeduldig ist der Typ. Und kaum sind die vier in den Kastenwagen geklettert, verriegelt der Kutscher die Klappe und klatscht in die Hände. Cinquecento atmet erleichtert aus und sagt, erst war er sehr unfreundlich, aber als ich ihm sagte, dass wir die fürchterlichen vier sind, war er sofort bereit, uns mitzunehmen. Und warum hast du geturnt? Fragt Kokosnuss. Ich habe dem Kutscher ein paar Übungen gezeigt. Er hat nämlich Rückenschmerzen. Kein Wunder, er sitzt den ganzen Tag auf dem harten Kutschbock. Bist du ein Turner? Fragt Mathilda. Ich? Ivo, ich habe in den Steinbrüchen gearbeitet. Dort habe ich Übungen gegen Rückenschmerzen erfunden. In diesem Moment setzt sich der Wagen in Bewegung. Festhalten, ruft Kokosnuss, denn es wackelt und ruckelt, dass die Freunde hin und her purzeln. Seht mal, sagt Oskar, hier gibt es Griffe zum Festhalten. An den Holzwänden sind eiserne Griffe angebracht. Nicht Griffe, sondern Ringe, solche eisernen Ringe. Womit dieser Händler wohl handelt? Fragt Mathilda. Kokosnuss Blick fällt auf die Holzkiste, die in einer Ecke des Wagens steht. Neugierig klappt er den Deckel auf. Darin liegen eiserne Ketten. Ein Eisenkettenhändler, sagt Oskar.
Mit solchen Ketten, sagt Cinquecento, werden Sklaven angekettet. Das ist ein Sklavenhändler. Oh nein, sagt Matilda, wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Gemeinsam versuchen die Freunde, die Klappe des Wagens aufzubrechen, doch der Riegel ist so stabil, dass die Klappe keinen Millimeter nachgibt. Da fällt Oskar etwas auf. Guckt mal, die Sonne hat die Seite gewechselt. Das Sonnenlicht, das durch einen Luftschlitz in den Wagen fällt, kommt jetzt von der anderen Seite. Der Wagen hat gewendet, sagt Kokosnuss. Mit zitternder Stimme flüstert Cinquecento, wir fahren nach Rom. Eine ganze Weile lang rumpelt der Wagen über die Via Appia in Richtung Rom. Plötzlich hält er an. Da draußen sind Leute, flüstert Kokosnuss. Die Freunde hören, wie der Kutscher mit jemandem spricht. Cinquecento lugt durch den Luftschlitz. Den kenne ich, flüstert er. Das ist Recrucius Rectus. Der sucht nach Gladiatoren für das Kolosseum. Au backe, murmelt Kokosnuss. Das war das vierte Kapitel aus Kokosnuss bei den Römern. Tschüss, macht's gut. Ausschalten. Kinder, eben habe ich gesagt, das war das vierte Kapitel. Stimmt gar nicht, das war das dritte Kapitel, was ich vorgelesen habe. So, macht's gut. Tschüss.